zu sein. Das ist sehr emotional, direkt ab der ersten Sekunde. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, aber es ist schon sehr, sehr cool. Runter geht's. Ich bin sehr gespannt. Ich bin beeindruckt, wie die Damen hier 20 Liter auf dem Kopf hier den Berg hochtragen. Wahnsinn. Also unglaublich. Krass. Krass schwer. Das ist unfassbar, dass man sowas auf dem Kopf tragen kann. Ich werde es auch nicht schaffen. Wir müssen es als Team machen. Leider kann man es noch nicht mal trinken, das ist halt das Miese dabei. Also ich stell's erstmal ab. Ich denke mal, die 2,5 Kilometer oder so dieses Ding geschleppt. Ich habe ein bisschen Pause zwischendurch noch mal gemacht, aber das war schon schwer. Also ich glaube, morgen komme ich nicht aus dem Bett. Wir sind jetzt hier wieder zurück an der Gemeinde, mit der wir gerade zu der Wasserstelle gelaufen sind, die sie momentan benutzen. Eine unsichere Wasserstelle. Wir haben, oder einige von unserer Gruppe haben Kanister getragen für die Gemeinde mit gefülltem Wasser, damit sie diese später dann auch benutzen können. Das war ein extrem beschwerlicher Weg. Einige von uns mussten Pause machen, hatten Kreislauf. Und wenn wir überlegen, dass die Gemeindemitglieder diesen Weg, vor allem die Frauen und die Kinder, mehrmals täglich machen, dann kann man nichts anderes haben als Respekt vor dieser Lebensleistung. Das ist unglaublich. 15 Meter Tiefe und das kommt dabei raus. Das Wasser ist nicht trinkbar. Also ich würde es nicht trinken wollen. Und ich finde es eine Zumutung, dass andere Leute es trinken müssen, weil sie keine Alternative haben. Das schockiert mich gerade extrem. Das ist der aktuelle Brunnen der Schule in der Ituli-Tuli-Gemeinde. Der ist fast ausgetrocknet. Es braucht unfassbare Anstrengungen, überhaupt Wasser an die Oberfläche zu bekommen. Und am Ende ist der Eimer, wenn er denn mal voll ist, mit braunem Wasser gefüllt. Das Wasser ist absolut unsicher und versorgt trotzdem die ganze Schule für die Küche, fürs Trinken. Ein unhaltbarer Zustand.